jemand beglücken wollen in Garmisch-Partenkirchen. Sie hat so viel Ware, dass sie verkaufen muss. Sie können ruhig kommen. Aber über den Überfluss, da reden wir nachher auch noch. Ja, also diese 24.000, die hier in Deutschland tätig sind, ja, sie können kein Unternehmen führen, wenn sie sagen, ja, in Wirklichkeit wollen die alle nur nichts arbeiten, ne? Und möglichst viel in die Kasse greifen und ständig krank machen und so weiter. Und das geht nicht. Ne? Das funktioniert nicht. Können sie kein Unternehmen führen. Das können sie auch wieder. So viel Videokameras können sie gar nicht aufhängen. Ne? Um das zu machen. Ne? Sie brauchen in der Art und Weise, wie wir heute zusammenleben, brauchen sie Zutrauen. Jetzt auch wieder genau wie vorhin beim Gelingen und beim Erfolg. Reden Sie nicht immer von Vertrauen. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Vertrauen ist immer Ergebnis von geschenktem Zutrauen, wenn Sie Glück haben. Aber in unserer sozialen Realität, so wie wir zusammenarbeiten, wie wir zusammenwirken, und das können Sie sich ja gerade mal Ihren persönlichen Film ablaufen lassen. Ja, wie ist denn das von morgens bis abends? Da stellen Sie fest, ja, ich bin ständig darauf angewiesen, dass andere für mich tätig werden. Also nicht nur das Unterhemd aus Vietnam, ne, sondern auch alle anderen Sachen, ne? Von morgens bis abends sind Menschen tätig für uns. Bienen, fleißig. Wir verlassen uns drauf, stimmt's? Auch der Harnischfeger hat nicht schon heute dreimal angerufen, Herr Werner, kommen Sie auch wirklich? Er kennt mich überhaupt nicht. Wir haben uns heute zum ersten Mal kennengelernt. Ne? Aber er hat davon ausgegangen, wenn der Herr Werner gesagt hat, er ist heute Abend um 19.30 Uhr da, dann ist er um 19.30 Uhr da. Und siehe da, er war da. Ne? Keine. Und so geht es uns doch ständig. Ne? Also was unsere Gesellschaft überhaupt konstituiert, nehmen Sie es mal ganz grundsätzlich, ist, dass wir uns Zutrauen geben und nicht, dass wir uns mit Misstrauen begegnen, sondern dass wir mit Zutrauen begegnen. Leuchtet ein, oder? Also und jetzt sagen Sie bitte nicht, ja, der Herr Werner, das ist halt ein guter Mensch oder so, schön Geist oder irgend so ein Quatsch. Ne? Nein, das ist Realität. Sonst könnte uns, stellen Sie mal vor, Sie würden das ernst nehmen, was die meisten Menschen so rausplappern, so raustrompeten. Kennen Sie das? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kennen Sie das? Das ist ein fataler Schwachsinn, ne? Ein echter Denkirrtum. Nehmen Sie doch diesen Ausdruck, den jeder kennt. Ne? Wenn das erste Auditorium, wo heute jemand sagen würde, Herr Werner, habe ich zum ersten Mal gehört, nein, dann kennt jeder. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie, die hier sind, das nicht ernst nehmen. Aber kennen tut es jeder. Problem ist, dass es viele ernst nehmen. Und nehmen Sie es jetzt mal ernst. Ja, wie wollen Sie da zum Beispiel eine Ehe führen? Mit Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Vertrauen für mich, Kontrolle für dich. Das alles andere macht doch keinen Sinn, oder? Da können Sie auch kein Unternehmen führen. Ne? Da können Sie keine Gesellschaft gestalten. Ne? Mit Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Damit können Sie nicht immer Fahrstuhl fahren, wenn Sie das ernst nehmen. Sie werden feststellen, Sie sind schneller die Treppe hochgelaufen, als dass Sie anfangen, erst einmal die Kontrolle durchzuführen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nein, es ist wirklich ein gesellschaftlicher Schwachsinn, wieder so eine mephistophelische Blendgranate, die uns eigentlich den Blick ablenkt vom eigentlichen Wesentlichen, nämlich was wir gewähren, ist Zutrauen. Und da gibt es einen viel besseren Spruch, der ist leider nicht so bekannt, aber das ist der, auf dem sozusagen unsere ganze Kultur gründet, der stammt von Freiherr vom Stein, der berühmte preußische Staatsreformer, kann man das sagen, Staatsreformer, dem wir die kommunale Selbstverwaltung verdanken. Ne? Da müssen Sie jedem Bürgermeister oder jedem kommunalen Abgeordneten immer sagen, kommunale Selbstverwaltung ist ein ganz, ganz hohes Gut. Ja, von dem stammt der Spruch, Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen.
Zutrauen veredelt den Menschen ewige Vormundschaft, Hemdsanreifen. Das war sozusagen unsere Orientierung. Ne? Sie brauchen ja, wenn Sie das Leben gestalten wollen, ne, Ihre Biografie gestalten wollen, und da sind wir ja alle Unternehmer, ne? Ne? Lebensunternehmer. Damit fängt es an. Ne, wenn Sie Ihr Leben schon nicht unternehmen wollen, wie wollen Sie dann überhaupt was unternehmen? Ne? Also, aber Lebensunternehmer, das ist ja was ganz, ganz Spannendes. Ne? Biografie gestalten, ich habe das immer zu meinen Studenten gesagt, lesen Sie Biografien, dass Sie mal erleben, was es heißt, ein Leben zu gestalten. Ne? So die jungen Menschen, die da so gerade von der Fremderziehung sich lösen, ne? Aus Mamas Hotel ausziehen, ne? Und dann in die Selbsterziehung wandern. Ne? Und dann, dann heißt es ja, werde ich Lebensunternehmer. Kann ich eine Biografie gestalten? Sehe ich da einen Sinn drin? Finde ich den Ariadne-Faden in meinem Leben? Ne? Und dann merkt man plötzlich, wie dramatisch das ist, wie hochinteressant, wie höchst gefährlich. Ne? Auch, ne? Warum ist eine Biografie gefährlich? Sie endet garantiert tödlich, ne? Das ist ja klar. Ne? Haben noch nie anders erlebt. Ne? Und deswegen kann man immer sagen, also Unternehmer, die sind nicht irgendwelche Zigarrenrauchende, auf Geld setzen, sitzende oder so, ne? Sondern Unternehmer, das ist, bin ich selbst. Bin ich selbst. Und spätestens beim jüngsten Gericht, ne, stellt sich dann heraus, was ich zu sagen habe. Ne? Da wird man nämlich gefragt, was hast du mit deinen Talenten gemacht? Ne? Dann kann man sagen, dann kann man nicht plötzlich sagen, aha, ja. Stimmt eigentlich, weil das ganze Leben war ich der Heizer auf der E-Lok. Ne? Kennen Sie die Geschichte mit dem Heizer auf der E-Lok? Kennen Sie nicht? Schon zu lange her. Ne? Das war, aber die Älteren müssen sich eigentlich daran erinnern. Das war diese berühmte Geschichte, wo tatsächlich die englischen Gewerkschaften, ne, sehen Sie, mephistophelische Blendgranate, ne? Verkoppelung von Arbeit und Einkommen, ne? Wo die damals gesagt haben, ja, wenn wir jetzt umstellen von Dampfbetrieb bei der British Railway, wenn wir da umstellen auf Elektrobetrieb, dann muss aber der Heizer mitfahren. Ne? Das ist der berühmte Heizer auf der E-Lok. Und stellen Sie mal vor, Sie stehen dann im jüngsten Gericht und werden gefragt, was hast du mit deinen Talenten gemacht? Und Sie müssen sagen, ich war Heizer auf der E-Lok. Ne? Sehr, sehr bedauerliche Situation. Ne? Und dann muss man sich fragen, ja, wie konnte es dann dazu kommen, dass man überhaupt zu so einer Regelung kam? Das ist tatsächlich so gewesen, dass die sind dann erst immer mitgefahren, als sie ausgestorben sind. Ne? Dass die Heizer auf der E-Lok da immer noch mitgefahren sind. Ne? Ja, das ist ein Denkirrtum, doch nichts anderes. Wo ist der Denkirrtum? Den Denkirrtum, den können Sie übrigens in unserer Gesellschaft auch ganz schön finden. Und zwar, wenn Sie die, schon nicht lang her, die letzte Bundestagswahl, da gab es ein Wahlplakat. Da, gut, dass mir das einfällt. Nämlich, da kann man es schön dran festmachen. Da gab es ein Wahlplakat, da stand drauf, Einkommen sichern. Nein, Quatsch. Da stand drauf, Arbeit sichern. Jetzt habe ich die Pointe schon rausgegeben. Aber da stand tatsächlich drauf, Einkommen sichern. Arbeit sichern, verdammt. Arbeit sichern, stand da drauf, Wahlplakat. Bundestagswahlkampf, viel Material, viel CO2-Belastung, ne? viel Arbeit, viel ehrenamtliche Tätigkeit, die alle aufzuhängen. Ne? Also richtig, richtig Kalorien wurden da verbraucht. Und da bin ich vorbeigefahren, wahrscheinlich genau wie Sie, und dann habe ich da beim zweiten, dritten Mal habe ich gesagt, so ein Quatsch, ne? Weil das werden Sie mir sofort zustimmen. Ne? Also jeder von uns hat in seinem Leben erlebt, dass es nicht darum geht, Arbeit zu sichern, sondern Arbeit zu erledigen. Ne? Stimmt's? Also, nein, das ist wirklich, es ist kein Karlhauer, es ist eine traurige. Wie kann man überhaupt so eine Idee kommen, zu schreiben, Arbeit sichern? Ja, doch nur deswegen, weil man in Wirklichkeit meint, Einkommen sichern. Und das ist ein absoluter Denkirrtum. Ne? Das ist eine absolute Denkirrtum. Die Arbeit ist sozusagen verkommen, der Arbeitsplatz, der eigentlich dazu da ist, dass ein Mensch über sich hinaus wachsen kann, ist verkommen zu einem Einkommensplatz. Und das große Dilemma, und da können Sie gleich morgen anfangen, mal so richtig rumzugucken in Ihrer Umgebung, wer hat denn eigentlich von den Leuten, die ich kenne, wo ich es beurteilen kann, wer hat denn da einen Arbeitsplatz und wer hat nur einen Einkommensplatz?
Und das sind die Heizer auf der E-Lok. Und da werden Sie plötzlich feststellen, gibt es ganz viele Heizer auf der E-Lok. Große. Ich sage immer zu unserem Management, wenn das zusammen sitzt, sage ich, Ihre allererste Aufgabe ist, sich immer wieder zu fragen, hat die Kollegin, der Kollege, hat er bei uns einen Arbeitsplatz oder hat er nur einen Einkaufsplatz? Und wenn es uns nicht gelingt, aus dem Einkommensplatz einen Arbeitsplatz zu machen, dann muss der raus. Weil das können Sie gar nicht verantworten. Also entweder schaffen wir in unserer Gemeinschaft, dass plötzlich die Kollegin, der Kollege einen Sinn in seiner Tätigkeit findet, nämlich darum geht es ja letztens, ist die Tätigkeit sinnstiftend. Und wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir verhelfen, dass der sich was anderes sucht. Wie wollen Sie das verantworten, dass jemand 30 Jahre lang Heizer auf der E-Lok ist? Ist doch schrecklich, ne? Also, jetzt mal so wieder ganz ernst, das ist unser Problem. Arbeitsplatz aus dem Einkommensplatz, aus dem Arbeitsplatz wird ein Einkommensplatz. Und dann subventionieren wir zum Beispiel jahrzehntelang den Steinkohlenbergbau. Ja, nicht weil wir die Steinkohle brauchen, sondern weil wir meinen, die Menschen brauchen das Einkommen. Wir subventionieren, das war in England eben den Heizer auf der E-Lok, wir subventionieren absterbende Industriezweige, ja nicht, weil die Produkte gebraucht werden, sondern weil wir wissen, die Leute brauchen Einkommen. Und woher kommt es? Durch diesen Denkirrtum, weil wir meinen, naja, der Einzelne darf nur ein Einkommen beanspruchen. Einkommen beanspruchen, wenn er eine Arbeit hat. Das ist ein Begriffsproblem. Und damit sind wir hier mittendrin, Kulturproblem. Weil das so gedacht wird. Jetzt muss ich Ihnen sagen, als Unternehmer, jemand, der so ein Unternehmen gegründet hat wie ich, können Sie sich vorstellen, also ich behaupte mal, von den Menschen, die hier anwesend sind, habe ich die meisten Einstellungsgespräche geführt. Also das ist einfach, liegt in der Natur der Sache. Ne? Also bilde ich mir nichts drauf ein, ne? Sondern das geht gar nicht anders. Ne? Sie müssen halt immer Leute einstellen. Und da bin ich Gott sei Dank relativ früh drauf gekommen, dass ich mir gesagt habe, naja, halte mal, wenn jemand bei uns arbeiten will, da muss er sich ja leisten können, bei uns zu arbeiten. Und wie kann er sich leisten, bei uns zu arbeiten? Wenn er ein Einkommen hat. Also ist das Einkommen nicht die Bezahlung der Arbeit, sondern die Ermöglichung der Arbeit. Das ist jetzt die Denkbewegung, die ich Ihnen zumute. Na, und das heißt, wenn Sie heute rausgehen und das umgedacht haben, dann sind Sie ein anderer Mensch. Dann, ich garantiere es Ihnen, Sie sind wirklich ein anderer Mensch. Ne? Und das finden Sie bestätigt in jedem Einstellungsgespräch, was es auf der Welt gibt. Also nicht nur den, die ich geführt habe, sondern auch die Sie geführt haben. Egal auf welcher Seite des Schreibtisches, immer geht es beim Einstellungsgespräch darum, zu was für einer Vereinbarung kommen wir, damit Sie am nächsten Ersten anfangen können. Und das ist die Einkommensvereinbarung, stimmt's? Ich sage immer zu den Journalisten, wenn ich Gespräche führe, um das deutlich zu machen, sage ich, schauen Sie mal, dass Sie jetzt mit mir ein Interview führen können. Das geht nur, weil Sie zum Beispiel vom Bayerischen Rundfunk ein Einkommen haben. Das Interview, was wir führen, ist unbezahlbar. Wie wollen Sie das bezahlen? Wie wollen Sie die Arbeit eines Staatsanwaltes bezahlen? Wie wollen Sie die Arbeit eines Lehrers bezahlen? Wie wollen Sie die Arbeit von Angela Merkel bezahlen? Was Sie bezahlen müssen, ist, dass sie es machen kann. Das ist ein echter Paradigmen, ein tiefgreifender Paradigmenwechsel für unsere Kultur. Das ist eine Kulturfrage. Wenn Sie das fertig bringen, dass Sie diese kopernikanische Wende in Ihrem Denken über Soziales, dass Sie die fertig bringen, dann garantiere ich Ihnen, dann sieht die Welt anders aus. Und dann haben Sie auch einen anderen Blick drauf. Dann kommen Sie auch nicht mehr drauf zu sagen, ja, ich muss dem ja Bonis bezahlen oder Anreizsysteme geben, sonst tut er nichts, ne? Weil das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ne? Und wenn Sie das denken können, dann haben Sie etwas, was heute verkoppelt ist miteinander,
getrennt, nämlich Arbeit und Einkommen. Dann sagen sie, der Mensch braucht das Einkommen, um leben zu können. Das ist absolut bewiesen. Und wenn Sie hier alle kein Einkommen hätten, könnten Sie gar nicht leben. Und hier schon reingekommen wären Sie gar nicht. Ne? Kostet nämlich Eintritt. Gell? Beweis dafür. Was dann gearbeitet wird, ist eine ganz andere Frage. Das ist eine Frage, wie wir uns auf gemeinsame Ziele, auf gemeinsame Aufgaben, wie wir uns sozusagen motivieren können für das, was wir vorhaben, ne? An was wir uns da orientieren. Das kommt dabei dann zum Tragen. Und das können Sie mit dem Einkommen überhaupt nicht regulieren. Ganz im Gegenteil, wenn Sie meinen, über den Einkommen, den Fleiß oder die Zielsetzung beeinflussen zu können, dann fangen die Leute an, Blödsinn zu machen. Siehe Finanzkrise. Immer dann, wenn Sie jemanden sozusagen existenziell mit seinem Einkommen unter Druck setzen, dann handelt er unter seinen Möglichkeiten. Dann handelt er gerade nicht schöpferisch. Dann handelt er mephistophelisch. Können Sie beobachten. Das gibt die Zeit nicht her, aber das können Sie leicht selbst beobachten. Können Sie ja eigener Forscher werden. Und das ist eigentlich mein Anliegen, was ich habe, dass Sie rausgehen nachher und sagen, ist alles sehr ungewohnt, was der Werner da erzählt hat, aber ich werde das zu meiner persönlichen, ergebnisoffenen Forschungsfrage machen. Ich möchte einfach mal so versuchsweise, ne, forschend, in die Welt schauen und mal gucken, ob ich das beobachten kann. Und je mehr Menschen das tun in unserer Gesellschaft, je mehr Menschen, je mehr Souveräne, je mehr Bürgerinnen und Bürger anfangen, mit einem Forscherblick in die Gesellschaft zu schauen, desto eher wird das Neue entstehen. Desto eher werden wir zu neuen Wegen kommen. Und die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist eigentlich nur ein Angebot. Für mich würde ich mal sagen, also das ist auch eine Erfahrung, die ich als Unternehmer gemacht habe, Sie können nie die Dinge an allen Enden gleichzeitig verändern. Die unternehmerische Fähigkeit besteht eigentlich nur darin, nicht, dass man besser weiß, wie man was macht, sondern dass man eine Intuition hat, wo man was macht. Also dass man den archimedischen Punkt findet, wo man ansetzt und sich dadurch die Verhältnisse ändern. Das ist eine ganz einfache unternehmerische Methode. Sie müssen sich immer fragen, wo kann ich sozusagen mit dem kleinsten Aufwand eine Wirkung erzielen, dass anschließend alles anders ist. Und jetzt probieren Sie es mal anhand des Grundeinkommens aus. Indem Sie einfach sich mal so ganz eben mit dieser ergebnisoffenen Forschungsmentalität, Forschungseinstellung, Forschereinstellung, also unbezahlt, unkompromittiert oder wie Sie es nennen wollen, oder auch nicht jemand anders das machen lassen, ne? Das soll es ja auch geben. Ne? Nein, sondern eine persönliche, individuelle, persönliche, das, was ich eben meinte, war ein bayerischer Politiker, ne? Deswegen sagte ich das. Also mit ihrem eigenen Blick, mit ihrem eigenen Denken, diese Ergebnisoffenheit zu haben und mal jetzt zu fragen. Und dann träumen Sie sich mal, also ich sage immer, was der Mensch nicht träumen kann, kann er nicht denken. Und was er nicht denken kann, kann er nicht wollen. Und was er nicht will, kann er nicht tun. Also muss man immer gucken, was tue ich denn gerade, will ich das auch? Ne? Wenn man was tut, was man nicht will, dann kommen Sie ins Problem. Ne? Wenn Sie was wollen, was Sie nicht gedacht haben, ja, dann tut da jemand anders denken. Also muss man fragen, wo lasse ich denken? Ne? Aber wir sind jetzt Forscher. Ne? Also und wenn Sie forscherisch sozusagen da reingucken, Und dann mal sagen, ja, wie wäre denn das? Und deswegen Traum, ne? so eine Art Unternehmer sind immer, Lebensunternehmer sind Realträumer. Beobachten Sie sich selbst, Sie können es beobachten bei sich selbst.
Jeder Mensch ist ein Stück weit, die Frage ist, wie weit ihn's bewusst wird, aber deswegen geht man jetzt zu so einem Vortrag und wieder einen neuen Blick auf die Dinge zu bekommen. Ne? Realtraum. Realtraum. Und jetzt denken Sie mal Ihr Leben als ein Realtraum. Sie wären auf die Welt gekommen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Verfassungsrechtlich garantiert, von der Wiege bis zur Bahre. Ne? Wie dann die Welt, wie dann Ihr Leben bis von damals jetzt gelaufen wäre. Ihre Eltern, der Sohn oder die Tochter kommt mit einem bedingungslosen Grundeinkommen auf die Welt. Bis zum 18. Lebensjahr, wie wäre dann Ihre Berufsentscheidung gewesen? Wie wäre Ihre Weiterbildungs-, hätten Sie dann das Gleiche gelernt? Wie wäre Ihr Leben dann weitergelaufen? Beruflich, Ihren Karriereschritten, Sie hätten bedingungsloses Grundeinkommen. Was Ihnen niemand nehmen kann. Keiner kann Ihnen das nehmen. Egal, was passiert um Sie herum, das Grundeinkommen. Das ist übrigens eine, da können Sie ein schönes Bild dafür wählen. Die meisten Menschen, erlaubt mir natürlich jetzt nicht hier zu fragen, aber ich kann Ihnen aus anderen Befragungen sagen, 95% unserer Bevölkerung haben Monopoly gespielt. Wissen Sie, was das Grundeinkommen im Monopoly ist? Und das können Sie jetzt gleich übrigens ausprobieren, schon am nächsten Wochenende. Spielen Sie mal das Monopoly-Spiel und lassen die Regel weg, wenn du über loskommst, ziehe 4.000 Euro ein. Das Spiel bricht zusammen. Nach wenigen Runden. Also das ist die beste Methode, um diese langen Monopoly-Schlachten abzukürzen. Und dieses, wenn du über loskommst, ziehe 4.000 Euro ein, das ist Grundeinkommen. Egal, was du wieder gemacht hast. Egal, ob das egal, ob das Gefallen findet, aber am Monatsende 4.000 Euro. Für die Möglichkeit, dass du lebst im Sinne des Artikel 1 unseres Grundgesetzes, bescheiden, aber menschenwürdig, ist gesorgt. Egal, ob dein Vorgesetzter jetzt Recht gehabt hat oder Unrecht, ob dein Mann oder deine Frau Recht gehabt hat oder Unrecht, egal, was passiert, egal, was daraus entwickelt ist, egal, Grundeinkommen, damit kannst du rechnen. Unpfändbar, verfassungsrechtlich abgesichert. Leben Sie da mal rein, was es für ein Lebensgefühl wäre. Und dann schauen Sie auf Ihren Mann, auf Ihre Frau, auf Ihre Kinder, auf Ihre Schwiegereltern, wenn die alle so ein Grundeinkommen hätten. Und wenn Sie durch die München dann laufen, ne, und sehen dann die anderen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die machen zum Teil ganz kuriose Sachen, ne, aber Sie können immer sagen, naja, der hat ja ein Grundeinkommen. Der könnte es auch anders machen. Wenn Sie dann zu dem Drogeriemarkt kommen und sagen, ach, guck mal, die arme Frau, die muss an der Kasse sitzen, dann sagen, die wird schon ihren Grund haben, die können es auch anders machen. Also Grundeinkommen ist eine unheimlich anstrengende Sache, merken Sie schon? Weil es gibt keine Ausreden mehr. Es gibt keine Ausreden mehr. Und tun Sie mal selbst rumgucken, wieder mit diesem Forscherblick in Ihrer Sozialität, diese vielen Opferrollen, wo sich die Mitmenschen, bei sich selbst kann man es ja nicht so gut beobachten, ne? Aber wo die Mitmenschen sich gemütlich gemacht haben, ja, wenn meine Eltern mich damals gelassen hätten, wäre was ganz anderes aus mir geworden. Wenn ich mir es leisten könnte, mich von meinem Mann zu trennen, ne, dann, ne, und wenn meine Oma vier Räder hätte, wäre es ein Omnibus, ne? Also pflegte meine Mutter immer zu sagen, also diese, das hört auf mit dem Grundeinkommen. Plötzlich müssen sagen, ja, ich könnte ja, wenn ich wollte. Weil das Grundeinkommen stiftet dem Einzelnen keine Freiheit, sondern einen Raum, wo er das tun kann, was er für richtig hält. Also es gibt eine Verwandlung sozusagen unseres gesellschaftlichen Klimas vom Wollen, vom Sollen zum Wollen. Vom Sollen zum Wollen, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Das ist Freiheit. Jean-Jacques Rousseau hat es mal so schön gesagt, Freiheit ist nicht tun und lassen zu können, was man will. Ne, das ist Verlottelung, ne? Könnte man eigentlich sagen. Ne? Freiheit ist nicht tun zu müssen, was man soll. Das ist Freiheit. Nicht tun zu müssen, was man soll. Ja, aber wodurch ist es überhaupt, wodurch wird es sozusagen substanziell möglich? Naja, wenn mein,
wenn meine Lebensgrundlage gesichert ist. Ne? Früher, zur Selbstversorgungszeit, hat man gesagt, der freie Mann auf freier Scholle. Davon hat man sich ernährt. Wer ein Stück Grund und Boden hatte, der konnte sich ernähren. Wir können uns nicht mehr ernähren selbst. Andere müssen uns ernähren. Aber wenn wir uns von anderen ernähren lassen sollen, müssen, können, dann brauchen wir ein Einkommen. Sonst können wir über die Leistung anderer nicht verfügen. Stellen Sie einfach bewusstseinsmäßig das Grundeinkommen gleich mit der freie Mann auf freier Scholle. Grundeinkommen zu haben, gibt mir einen Freiheitsraum, aber natürlich auch die Anstrengung, dass ich dann keine Ausreden mehr habe. Ne? Und dann kann ich nach Herzenslust dazu verdienen. Nach Herzenslust dazu verdienen. Je nachdem. Aber sei was will, komme ich immer wieder, sozusagen, wenn du über loskommst, gibt es wieder am Monatsende 1.000 Euro. Und was dann entsteht, ist natürlich auch, wir kommen mit den anderen Menschen auf eine gleiche Augenhöhe. Zum Beispiel kann sie ihr Vorgesetzter nicht mehr bedrohen. Ihr Mann kann sie nicht mehr bedrohen, ihre Frau kann sie nicht mehr bedrohen, die Schwiegermutter kann sie nicht mehr bedrohen, alle möglichen Leute können sie nicht mehr bedrohen. Ne? Gleichheit. Freiheit, Gleichheit. Brüderlichkeit, ne? Grundeinkommen ist Ausdruck von Brüderlichkeit. Weil Grundeinkommen sagt ja eigentlich nichts anderes. Weil du meine Schwester bist und weil du mein Bruder bist, deswegen hast du den gleichen verfassungsrechtlichen Anspruch wie ich. Grundeinkommen. Damit du in Würde, bescheiden, aber menschenwürdig im Sinne des Artikel 1 unseres Grundgesetzes leben kannst. Nehmen wir das ernst oder nicht? Das ist eigentlich die gesellschaftliche Zielsetzung. Wenn wir das anfangen können, immer mehr zu denken und so mit diesem fragenden, denkenden Blick in die Gesellschaft schauen, ja, dann wird die Idee, sage ich jetzt mal, epidemisch. Und dann wird aus einer Utopie eine Idee. Und wie sagte Victor Hugo, der sagte, nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und dann werden Sie plötzlich feststellen, genauso wie ich damals, dass ich gesagt habe, ah, das ist, wird ja schon die, da finden Sie ja die, das, für mich ist das Urbild des bedingungslosen Grundeinkommens, das sind die Arbeiter im Weingarten. Matthäus 20, glaube ich. Da können Sie es nachlesen. Also wenn Sie sagen wollen, ich orientiere mich nur an der Bibel, dann fangen Sie dort an. Und dann können Sie durch die ganze abendländische Kulturgeschichte gehen, über Morus, über Payne, über, jetzt machen wir es nicht so lang, dann kommen, würde ich jetzt sagen, na, wie hieß er denn? Erich Fromm, Erich Fromm. Wir können aber auch Martin Luther King hat ausführlich über Grundeinkommen geschrieben. Ralf Dahndorf, wenn Sie es noch mit der FDP halten wollen, also der hat es verfassungsrechtlich aufgearbeitet, sehr klug übrigens. Ne? Leider hat die Partei nicht auf ihn gehört, sonst hätte sie jetzt ein anderes Wahlergebnis. Ja, für die FDP wäre das Wahlprogramm. Ne? Aber sagen Sie das denen mal. Die sagen dann immer, der Wähler versteht es nicht. Ne? Nein, das wäre Grundeinkommen. Da könnten sie alle, die ganze, na also hatte mal jemand so schön zu mir gesagt, ein Student war das, ich habe ihn persönlich nicht kennengelernt, das kam per E-Mail oder Absender, und der sagte, endlich kann, ich habe das zitiert übrigens in einem, sicher in einem meiner Bücher,